Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste. Herr Kindler und Herr Beutin, also Ihre Äußerungen zum Hambacher Wald sind wirklich der absolute Gipfel der Heuchelei. Da haben Sie rot-grünen Sturmtruppen haben Sie Stellung gebracht für 100 Hektar Wald. Dabei sind für Ihre Windräder, die Sie so gerne haben, sind schon mehrere hundert Hektar Wald abgeholzt worden. Und da hat noch nie jemanden von Ihrer saufenden, rülpsenden Bande jemals gesehen. Und Herr Beutin. Mit solchen Worten wollen wir Menschen in diesem Lande nicht bezeichnen. Ich möchte Sie deshalb an diesem Puls sind gerade die Chemnitzer Bürger als Nazis bezeichnet worden, habe ich nichts gehört. Okay. Ich möchte Sie deshalb anmahnen. Und die einzigen Extremisten in Chemnitz, die es gegeben hat, die standen auf einer Bühne und haben etwas produziert, das manche für Musik halten. Sehr geehrte Frau Umweltministerin, das Wetter ungleich Klima ist, das wurde bereits mehrfach angesprochen. Deswegen wollen Sie nicht weiter darauf eingehen. Zum Thema Luftreinhalt. Es gibt große Erfolge hin. Die Luft wird immer geringer belastet mit Stickoxiden. Das sind die Erfolge der Innovationskraft der deutschen Industrie. Und die Werte sind im massiven Sinkflug und stehen kurz vor der Lösung ohne ein einziges Fahrverbot. Das heißt, die Verhängung von Fahrverboten zum jetzigen Zeitpunkt ist der verzweifelte Versuch, dieses Thema noch politisch zu melken, bevor es verschwindet. Und zum Thema Insekten und Bienensterben, da müssen Sie sagen, das ist ein hausgemachtes Problem. Wenn Sie durch die Maismonokulturen gehen, die gezüchtet werden, um die Biogasanlagen zu füttern, ja, da sehen Sie tatsächlich kein Insekt mehr. Aber wenn Sie über eine naturbelassene Wiese gehen, zum Beispiel im Allgäu, da werden Sie das weiterhin finden. Zu den Fehlallokationen zum Thema Klimawandel hat der Kollege Hilse schon einiges gesagt. Ich will mich auf einige kleine Punkte beschränken, für die auch der Steuerzahler trotzdem hart stricken muss. Beginnen wir mit dem Asse- und Salzgitterfonds. Die erhalten nämlich mehrere Millionen Euro für die besonderen Belastungen, denen sie ausgesetzt sind. Aber da stellen wir die Frage, warum nicht andere Gemeinden, die besondere Belastungen haben, warum die nicht auch Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt bekommen? Vielleicht zum Beispiel Donauwörth oder Fürstenfeldbruck oder Bamberg. Denn diese haben besondere Belastungen vor der Haustür. Man hat sie mit Erstaufnahmeeinrichtungen und Ankerzentren zugepflastert. Und so werden dort nun nahöstliche Messerfolklore fabriziert. Und die Leute müssen sich mit rustikalen, unilateralen Balzverhalten afrikanischer Gäste auseinanderschlagen. Ja, dafür hätte man eine Zuwendung für besondere Belastungen verdient. Kommen wir zu einem weiteren, geradezu bizarren Thema, nämlich der Finanzierung von Transfer nuklearen technischen Sicherheitswissens. Sie haben darauf hingewirkt, dass wir nukleartechnische Anlagen mit hervorragendem Sicherheitsstandard abschaffen. Damit allein haben Sie schon mal den Durchschnitt der Sicherheit von nukleartechnischen Anlagen in Europa gesenkt. Herzlichen Glückwunsch. Sie nehmen dafür auch noch den Geldbeutel der Stromkunden in Beschlag, die dafür mit mehr und mehr Geld auf den Strom bluten müssen. Und jetzt nehmen Sie das gleiche Geld von den gleichen Personen noch einmal, um ein bisschen Wissen noch ins Ausland zu transferieren, damit die Anlagen im Ausland, hauptsächlich Osteuropa, wenigstens noch ein bisschen sicherer werden. Aber so sicher wie unsere sind sie halt doch nicht. Absurd. Kommen wir zuletzt zum Werbe- und Informationsetat des Umweltministeriums, dem ich mich zuwenden möchte. Betrachtet man dort das zur Verfügung gestellte Material des Bundesumweltministeriums, so werden dort Wahrscheinlichkeiten, zum Beispiel in der Klimafrage, als gesicherte Fakten verkauft. Dabei hat das IPCC selbst klargestellt, dass keine gesicherten Aussagen über das, was passieren wird, getroffen werden können. Wörtlich sagt es, in Klimaforschung und Modellierung sollten wir uns vergegenwärtigen, dass wir es mit einem gekoppelten, nicht-linearen, chaotischen System zu tun haben und demnach, dass die Langzeitvorhersage von zukünftigen Klimazuständen nicht möglich ist. Such a long-term prediction of future climate states is not possible. Zitat IPCC. Not possible. Dennoch werden über die Seiten des Bundesumweltministeriums Broschüren angeboten, in denen mögliche Szenarien als zweifelsfrei eintretende Fakten präsentiert werden. So zum Beispiel die konkrete Nennung einer zu erwartenden Durchschnittstemperaturerhöhung von 2 Grad Celsius. Derartig unseriöse Kaffeesatzleserei dient nur dazu, den Bürgern die immensen Kosten der grünen Klimapolitik zu verkaufen. Mit Information oder Aufklärung hat das nichts zu tun. Hier ist dringend auf die Unschärfe der postulierten Ereignisse hinzuweisen. Verschwenden Sie also nicht weiter das Geld der Steuerzahler für Ihren Dienst an der Klimareligion, dann müssten Sie auch keine bunten Broschürchen herstellen, um sich dafür anschließend zu rechtfertigen. Danke, Herr Präsident. Nächster Redner ist Klaus-Peter Schulze für die CDU-CSU.